Bunte Kostüme. Konfetti fliegt durch die Luft. Und Menschen liegen sich in den Armen. Diese Bilder, diese Emotionen sind prädestiniert für jeden Faschingsumzug. Highlight: die aufwendig und mit viel Liebe gestalteten Umzugswagen. Was den Faschingsnarren allerdings präsentiert wird, ist kein Projekt von wenigen Tagen. Dahinter steckt enorm viel Arbeit. Quasi, wenn der Umzug von nur einem Jahr aufhört, fangen wir schon ein bisschen an, ein paar Ideen zu sammeln. Aber bauen tun wir dann ja, wie von November bis zum Faschingsumzug Mitte Februar dann im Endeffekt. Unter dem Motto Zirkus Larifari 1952 Next Generation werken Hasses und seine Kollegen 2 bis 3 Mal die Woche an dem perfekten Wagen. Für den großen Auftritt am Sonntag gibt es einiges zu beachten. Es gibt eine Vorschrift vom Heimatverkehrsverein, der den Umzug gestaltet. Und ja, da gibt es nur Maße, die im Endeffekt, dass man auch überhaupt durchfahren kann. Man kann einfach nicht zu breit bauen, weil ja auch noch Publikum da ist. Und ja, man darf aber halt nur 6 km/h fahren. Deshalb ist man da vom TÜV her und so weiter sehr frei. Natürlich müssen auch Geländer angebracht werden, damit man beim wilden Tanzen nicht herunterfällt. Ebenso muss darauf geachtet werden, dass keine Personen zwischen Traktor und Wagen gelangen könnten. Jedes Jahr stehen die Wagenbauer von Malsch aber auch vor der wohl schwierigsten Frage: Was ist unser Motiv? Ja, also von uns gibt es ein paar, die dann Zeichnungen machen, gucken auch im Internet, stückeln so ein paar Sachen zusammen, gucken auch bei anderen Umzügen. Aber an sich alles nur von unseren kreativen Köpfen quasi aufgezeichnet, bemaßt. Und wenn sich die Köpfe kreativ ausgelebt haben, die Skizze steht und der Bau abgeschlossen ist, kommt Hasses Höhepunkt in der Faschingszeit. Also das Highlight ist schon der Umzug dann, aber das bessere Gefühl ist eigentlich, wenn man jetzt hier zusammen ist, also wir sind da immer so 15, 20 Leute, samstags zumindest, trinken dann auch mal, kommen andere Faschingsgruppen zu, also die Vorarbeit bis zum Umzug, das ist eigentlich das, was auch richtig Spaß macht. Und die Vorarbeit lässt sich sehen. Die aktuellen Bilder lassen erahnen, wie prunkvoll der Wagen wird. Diesen Sonntag, den 19.02., kann man ihn live und in Farbe auf dem Faschingsumzug in Malsch erleben. Ja, da fällt uns jetzt schon ein Stein vom Herzen, wenn der Umzug durchgelaufen ist, das Ding abgeschüttelt ist, alles gut gegangen ist und wir einfach Spaß hatten. Das ist so mein Highlight. Was den Wagenbauern besonderen Spaß bereitet? Die vielen Hellaus und unzähligen glücklichen Gesichter, die ihnen am Sonntag entgegenfliegen werden.